Mann, jetzt haben wir das mit dem DJ-Pult verpasst. Und ich wusste nicht, was ich da hätte machen können. Ne, wir haben B12 nicht mehr bei uns. Was ist du? Wo sind wir hier? Irgendwo in einem Drecksloch. Gefängnis. Oh shit. Katze kann man wahrscheinlich bestimmen. Holy fuck. Junge, das sieht nicht gesund aus. Das sieht gut. Würde ich gerne helfen, aber wie soll ich das machen? Oh shit. Oben oder unten lang? Okay, oben geht's gar nicht. Wegen diesem Wächter. Alter, einfach tote Roboter überall. Shit, auch das Miauen verrät uns. Da bin ich auch ein bisschen selber schuld, wenn ich nicht daran denke. Wir sind ja alle tot. Da hoch. Clementine. Das ist der Schlüssel. Ich verstehe sie jetzt natürlich nicht mehr. Was ein bisschen doof ist. Hm.
Und da kommt man auch nirgends rein. So. Was ist das denn hier für eine Bude? Wow. Nichts leichter als das. Jetzt? Psst, leise. Keine Ahnung, was du sagst. Da steht Exit. Wir müssen also darunter wahrscheinlich. Oh shit. B12. Mega. Sicherheitsvorkehrungen. Das wird schwierig. B12 zu retten. Hier gibt's nichts. Erstmal in die Kiste. Kurz mal Überblick verschaffen. Ich denke mal, da ist ein Hebel, den müssen wir wahrscheinlich betätigen. Keine Ahnung, was er macht, aber wir drücken ihn.
B12 holen, ohne dass uns jemand sieht. Wird schwierig werden. Aber wir schaffen das schon. Ach du Scheiße. Das Ding dreht sich. Ich kann ja da hinten raus. Go, 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 go. We got it. Alles gut. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Die Scheibe einwerfen, vielleicht da oben. Alter, gar nicht laut. Jetzt kannst du mich hochheben. Komm schon. Thank you. Ich öffne die Tür. Nice Teamwork. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einzusperren. We can try. Wer bist du denn? Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Zu welchen Typen? Na, der da drüben. Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vollbildlicher Bürger. Das ist eine ziemlich fortschrittliche Technologie hier. Okay, wir müssen ihn hier reinlocken und einsperren. Oder dann laufen wir doch einmal hier kurz durch. Und die Tür schließen. Bada boom, bada boom. Das wäre jetzt die Gelegenheit mitzukommen, Leute. Warte, eine Erinnerung.
Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerungen. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen.